Leute, es ist wieder Montag und ja, ich war ja eine Woche nicht da gewesen, da ich Besuch hatte. Jetzt bin ich wieder da. Ja, diese Woche haben wir das Thema, wo wir momentan stehen auf unserem Transweg und ja, was unsere weiteren Schritte werden sein sollen und so weiter und so fort. Ja, also. Momentan stehe ich bei ab morgen 2 Wochen auf Testosteron. Genau, und davor habe ich halt noch den Ergänzungsausweis beantragt und ja, aber auch schon bei der gynäkologischen Untersuchung, was meistens ja auch für die Hormone wichtig ist, kommt halt auch immer auf den Endokrinologen an. Ob der das jetzt unbedingt haben will oder nicht, was natürlich besser ist, wenn er es haben will. Ja, was meine nächsten Schritte sein sollen. Also ich möchte jetzt erstmal 2 bis 3 Monate auf Testosteron sein und da möchte ich die Namensänderung, Personenstandsänderung, ja, in Angriff nehmen und werde dann mal schauen, wie es mit einem Vorgespräch in Düsseldorf aussieht. Das wird dann irgendwie so fast parallel geschehen. Und ja, also das sind die nächsten 2 Schritte, die ich in Angriff nehmen will. Und vielleicht nächstes Jahr, ich weiß nicht, Januar, Februar, März. Na wohl eher März oder so. Gucken, wie es mit den OPs steht. Je nachdem, wie das alles zeitlich, ja, abläuft. Ich mache mir jetzt nicht 100.000 Ziele. Also mein nächstes Ziel ist auf jeden Fall Namensänderung, Personenstandsänderung und das Vorgespräch für die Mastektomie. Sonst kann man ja eh nicht gleich alles machen. Ja. Das war's eigentlich. Kann man nicht viel zu sagen. So halt Update-mäßig. Ja. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche und genießt das hoffentlich schöne Wetter und ciao Leute.